Hi. Hey. Martin. Ich bin eine Vereinbarung getroffen, ja. Guck mal, ich hab dir sogar Blumen besorgt. Extra für dich. Willst du mich verarschen? Kann ich vielleicht erstmal reinkommen? Sie ist sowieso nicht da. Klar. Hast aber eine schöne Wohnung. Hat dein neuer Typ irgendwie Geld? Falls du das klären möchtest, du warst eindeutig zu spät, das ist deine eigene Schuld. Ja, genau. Tut mir leid, du kannst dich einfach nicht an Regeln halten. Ah. Mehr habe ich nicht gesagt. Das hast du nur gesagt, aber leider nur schriftlich. Ja, anders kann ich nicht mit dir reden. Okay. Ja, Mami kommt gleich. Ich dachte, sie ist nicht da. Martin, diese Vereinbarungen, die sind verbindlich. Ja. Das hast du mir ja alles schon geschrieben. Wir sind uns ja einig. So ist der leibliche Vater, das bin ich, oder? Ja. Den mehrfach zwischen uns getroffenen festen Absprachen ohne jedwede diesbezügliche Entschuldigung nicht nachgekommen. Hast du es geschrieben? Ja, das habe ich geschrieben. Das waren 10 Minuten. Ich war 10 Minuten zu spät. Du hast keine Chance, Martin. Die wissen, dass ich recht habe. Mit? Ja. Ich würde einer Frau nicht glauben, die nach 20 Jahren immer noch jeden Tag mit ihrem Vater arbeitet. Wovon bitte sprichst du? Der Trauma ausreicht, um ein ganzes Tagebuch zu füllen? Du hast mein Tagebuch? Du bist doch total labil. Du schreibst jetzt hier! Du ziehst deine Klage zurück und zwar sofort! Kannst du mich schreibst doch einfach lassen und zieh dich nicht! Ich möchte einfach von dir in Ruhe gelassen werden, ne?